Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder Pixelspaß mit einer weiteren Folge Monkey Island. Entschuldigen Sie, aber... Ah, du bist es wieder. Du bist wegen der Karte zum verlorenen Schatz von Millie Island wiedergekommen, wie? Hast hoffentlich diesmal genug Geld dabei. Ich nehme sie, gibt ein tolles Geschenk ab. Bitte sehr, eine weise Entscheidung. Nun zisch ab. Gucken wir uns mal die Karte an. Der Kerl hat mich reingelegt. Das ist gar keine Karte. Die Sau. Das sieht aus wie Tanzschritte. Tanz der Affen. Okay. Mhm. Links, so, rechts. Hinten, links, rechts, hinten, rechts, links, hinten. Mal gucken, ob Jana sich schon denken kann, was man damit machen kann. Behalten wir das? Behalten tun wir es auf jeden Fall. Wo lag jetzt das Schwert? Ach da. Wo ist denn der Typ immer noch? Da ist er doch. Ja, nachdem ich die Glocke benutzt habe. Ich bin kaum 2 Sekunden weg von der Deko und schon benutzt irgendein Idiot gleich die Glocke. Übrigens, der Schwertmeister meint, du könntest es dir abschminken. Was willst du denn? Ich sehe mich nur mal um. Okay, aber nichts mit den Lippen berühren. Oh, schade. Jetzt wollte ich gerade über die Schippe da oben lecken. Die Schippe? Das ist ein gutes... Die brauchst du, ne? Ja, ich hätte sie vergessen. Siehste. Ich kann es ja zugeben. Kannst du dich etwas beeilen? Ich wollte heute etwas früher schließen. Das Steuerrad da oben, ist das noch was? Nein. Ich glaube, das war es. Das ist nur noch der Safe. Okay. Was glaubst du, was das ist? Ein Museum. Das ist ein Arschloch. So, was willst du denn? Wegen dieses Schwert. Muss eigentlich heißen, wegen dieses Schwertes. Was ist damit? Ich will es. Prima. Die besten 100 Goldstücke, die du je ausgegeben hast. Und die Schaufel. Was ist damit? Oh. Ich will es. Prima. Die zahlt sich schnell aus, glaub mir. Du fuddelst 75 Goldstücke schneller aus, als du denkst. Aber lass den anderen auch was vom Schatz übrig. Was willst du noch? Jo. Das war's. Ach, jetzt sei mein Gast. Ja, ja, aber mach dann gleich wieder Aufwand, also. Psst. Psst. Hallo? Ist hier jemand? Also Psst und Clown ist gar nicht gut, hä? In so einer verlassenen dunklen Gasse könnte jemand etwas zustoßen. Und zu dieser nachtschlafenden Zeit gäbe es keine Zeuge. Na dann, bis bald. Genau. Tatsächlich interessant. Na dann, bis bald. Warum hast du es so eilig? Wer bist du überhaupt? Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Hör zu, Peepwood. Threepwood. Guybrush Threepwood. Egal, hör genau zu. Ich bin hier der Polizeichef. Sheriff Fester Scheintop. Hör auf, mein Rat, das sind nicht die beste Zeit, Millie Island zu besuchen. Eine sehr schlechte Zeit sogar. Ich rate dir dringend, einen anderen Urlaubsort aufzusuchen. Einen sicheren Ort. Junge, fühle ich mich jetzt besser, weil ein Mann das Gesetz ist über die Stadt wacht. Ja, hier ist, glaube ich, nichts mehr weiter. Kannst du auch hier durch die Tür nicht durch? Nee, die ist zu. Die Kirchen. Oh Mann, die Kirche gehen nicht. Ich glaube, da später rein. Ja. Jetzt können wir noch ins Gefängnis. Ja.
aber ich glaube, das bringt uns noch nichts. Ach komm, wir gehen mal schnell. Die Ratte ist eingesperrt? Ja. Warum? Wir reden mal mit dem Gefangenen. Du musst mich hier rausholen. Ich bin ein Opfer der Gesellschaft. Und ein Opfer des Mundgeruchs. Igitt. Hey, jedem fällt es schwer, seinen Atem frisch zu halten, wenn es außer Ratten nichts zu essen gibt. Okay. Ja, dann würde ich sagen, da müssen wir auch erst später hin. Dann gehen wir mal den Schatz bergen. Die Karte ist nämlich doch eine Karte. Jana guckt mich an. Ich gebe ihr so gute Hinweise und Tipps und sie hat es immer noch nicht verstanden. Jetzt müsstet ihr sehen, wie sie mich angeguckt hat. Bis nächstes Mal machen wir mit Facecam. Nee. Nee. So. Wir gehen zur Weggabelung. Da, und jetzt gucken wir uns nochmal die Karte an. Das muss Jana sich jetzt merken. Hinten, links, rechts, links, rechts, hinten, rechts, links, hinten. Kannst du das? Gut. Also. Hinten. Links. Ah, hier, nehmen wir da mal eine Pflanze mit, ob das geht. Ja, das geht. Rechts. Hinten, links, rechts, ja. Hinten. Links. Rechts. Ja, kommst du nicht hin? Wieso? Nee, wir sind falsch. Hinten, links, rechts, hinten. Entschuldigung. Das war fürs Ärgern. Links, rechts. Ist das eigentlich ein Totenkopf da? Jetzt rechts, links. Da, das ist der Stein, sieht aus wie ein Totenkopf, wie ein halber. Mhm. Siehst du das? Jetzt rechts, links, hab ich doch gesagt. Ist ja gut. Links, hinten. So, meine Lieben. Das ist X. Sieht aus wie ein großes X. Welche Bedeutung mag das wohl haben? Hier liegt ein Schatz von so unglaublichem Wert, dass sie ihn schon ausgraben müssen, um es zu glauben. Gestiftet von der Melee Island Handelskammer. Der verlorene Schatz von Melee Island. Dieses historisch exakt rekonstruierte Stück aus der Geschichte von Melee Island erfreut sich schon seit Generationen Piratenanwärter und ihre Familien. Bedenken Sie, es gibt noch mehr Piraten auf der Insel. Also nehmen Sie nicht gleich alles mit. Lassen Sie etwas vom Schatz für den Nächsten da. Ja, dann würde ich sagen, das sollte nicht allzu lange dauern.
wenige Stunden später. Ah, ich bin auf etwas Hartes gestoßen. Oh Mann, es ist ein T-Shirt. Nicht meine Größe, aber immerhin ganz nett. Nun dann, räume ich mal wieder die Erde hier weg. Ein T-Shirt ist der Schatz? Noch ein paar Stunden später. Zieh das dann wenigstens auch an? Nein. Ich habe den Schatz von Mealy Island gefunden, aber alles, was mir blieb, ist dieses T-Shirt. Okay, das ist geil. Ja, ne? Ja. Und jetzt gehen wir zum Schwertmeister. Wir haben ja jetzt unser Schwert. Ja, aber solltest du nicht eigentlich vorher üben? Ich glaube, das sagt sie mir jetzt erst, dass ich nochmal, wie das genau geht. Die drei Typen haben nämlich auch gesagt, du sollst üben vorher. Mhm. Wer wagt es sich dem Schwertmeister ohne... Ach, du bist wieder. Ich bitte um Verzeihung, aber wir müssen reden. Das glaube ich nicht. Jeder, der hierher kommt, will kämpfen. Sei doch ehrlich. Sieh doch, was? Du bist hier, um dich den Anführern zu beweisen, um eines Tages genauso zu verkommen wie sie. Ja, das trifft den Nagel auf den Kopf. Nicht schlecht. Was war dein Abschluss in General Smirks Schwertkampfklasse? Abschluss? Klasse? Du willst ernsthaft behaupten, du willst es mit dem Schwertmeister von Mealy Island aufnehmen? Wahrscheinlich der beste Schwertkämpfer in der ganzen Karibik. Ohne eine einzige Fechtstunde genommen zu haben? Ja. Wie zum Teufel willst du das anstellen? Keine Ahnung. Ich verstehe. Offensichtlich nicht mit deinem messerscharfen Verstand. Ich empfehle dringend, General Smirk zu suchen und etwas zu trainieren. Es wäre weder ethisch noch sportlich oder gar interessant, mit jemandem derart ahnungslosen wie dir zu kämpfen. Also zieh los. Also ich muss ja sagen, ich finde die ganz nett. Ja. Die wird nachher auch Mitglied meiner Besatzung. Die ist aber echt ganz nett. Also. Ja, die ist cool. Die muss sich halt bei den, wenn sie als Schwertmeister eine Frau ist, muss sie ja schon so ein bisschen Arschloch sein, oder? Ja. Einen Piraten aufzuhalten ist nicht ungefährlich. Ist das nicht eine wunderschöne Nacht? Hey, hast du nichts Besseres zu tun? Warum redet ihr Kerle so seltsam? Der ist doch besoffen, oder nicht? Der Programmierer ist schuld. Er meinte, so ähnlich hätten die Piraten geredet. Also Guybrush, fall nicht aus der Rolle. Entschuldige, aber ich muss weiter. Ich wollte doch klicken. Ja, wir müssen weiter, Leute. Oh, ein Troll. Ein Brückentroll. Halt! Du musst Wegzoll zahlen. Wie viel kostet der Spaß? Wie viel kostet der Spaß? Nun, was hast du denn? Etwas ziemlich ranziges Fleisch? Ich will etwas, das wichtig aussieht, aber zu nichts Nütze ist. Das Huhn. Oder ein T-Shirt? Geht das T-Shirt? Nein. Aber Huhn mit Karabinerhaken, oder nicht? Ein Gummihuhn mit einem Karabinerhaken? Bist du noch blöder, als du aussiehst? Du hast 3 Chancen, mir etwas Passendes zu geben. Danach fresse ich dich auf. Bitte? Ich glaube, ich hau ab. You shall not pass. Wir gehen an meinen Ort. Hast du was vergessen? Nicht direkt vergessen.
Aber ich weiß, was er will. Ach so. Er will was, was wichtig aussieht, aber keiner braucht. Mhm. Und was zu kriegen auch mittelschwer war, ist. Okay. Oder das heißt, naja, ist eigentlich auch nicht. War Fisch? Genau. Wir warten wieder eine kurze Runde. Jetzt geht es. Ach Gott, das dauert immer, bis der rauskommt, ey. So. So schnell machen. Jetzt. Jetzt. Na, Gott sei Dank. Ja, vor allem sieht wie ein Hering aus. Ein roter Hering. Das ist im Englischen Red Herring. Das ist immer ein Hinweis auf irgendwas. Und deshalb sieht das wichtig aus. Sieht das wichtig aus, aber es ist nicht wichtig. Genau. Das sind so Sachen, die halt leider im Deutschen nicht so gut funktionieren. Aber ihr wisst Bescheid. Ich hab's euch verraten. Genau. Wir geben jetzt, hier ist voll der Fehler in der Musik, hier ist gar keine Musik mehr, da machst du nur. Wir geben jetzt dem Troll auf der Brücke den Fisch. Und schau mal, was gebe. Fisch an Troll. Ah, ein roter Hering. Okay, geh weiter. Achtung, Achtung. Ist gar kein Troll. Nein. Das ist nicht cool. Ja, Moment. Huch. Ach, jetzt darfst du immer durch, oder was? Ja, darf ich immer durch, für dieses Jahr weg. Ja. Ich muss auch, glaube ich, nicht mehr an die Brücke. Stands previously owned vessels. Willkommen in Stans Gebrauchtschiff-Bazaar. Ich suche gerade die Hemisphäre nach den schönsten Stücken leicht gebrauchter Transportmittel ab. Sehen Sie sich in Ruhe und bin bald wieder da. Sehr schön finde ich den Krog-Automat. Ja, ne? Nicht schlecht. Ja. General Smarks Bodybuilding Studio. Preise: Schwerttraining 30 Goldstücke. Kanonentraining 160 Goldstücke. Kugeln extra. Entertraining 130 Goldstücke. Enterhaken extra. Dann klopfen wir mal. Ich werde mal klopfen. Das gehört sich so. Was willst du, kleine Ratte ohne Rückgrat? Würden Sie mich trainieren, den Schwertmeister zu schlagen? Besser als der Schwertmeister? Du? Du könntest nicht mal halb so gut wie Carla werden. Selbst mit Stunden härtestem Training. Ich erinnere mich, wie Carla und ich in Port Royal kämpften. Die Regierungstruppen hatten uns eingeschlossen. Es sah aus, als sei das unser Ende. Doch dann sagte Carla... Aber ich schweife vom Thema ab. Du bist einfach nicht aus dem richtigen Holz geschnitzt. Sie sollten wirklich das Rauchen aufgeben.
Ich sollte dich diese Zigarre fressen lassen. Okay. Was willst du? Das bin ich doch. Bist du nicht? Bin ich doch? Bist du nicht? Bin ich doch? Ich mag deinen Kampfgeist. Ich tue, was ich kann. Natürlich kostet das eine Kleinigkeit. Wie viel hast du? Ich hab die 30 Goldstücke. Dann sind wir uns ja einig. Dann lass mal dein Schwert sehen. Okay, sehen Sie mal. Ja, das ist ganz nett. Lass uns loslegen. Okay, du Weichling. Zieh dein Schwert und zeig, was du drauf hast. Bursche, du kämpfst wie ein dummer Bauer. Normalerweise verschwende ich meine Zeit nicht mit Ungeziefer wie dir. Aber durch diese LeChuck-Affäre gehen die Geschäfte eher schlecht. Also habe ich keine Wahl. Ich brauche das Geld. Ja, ich sehe, wir müssen ein paar spezielle Maßnahmen ergreifen. Nur damit du es weißt, das mache ich nicht mit jedem. Ich tue das wegen dieser speziellen Schüler-Lehrer-Goldstück-Bindung, die ich zwischen uns fühle. Ich lasse dich antreten gegen die Maschine. Maschine? Wird das wehtun? Huch! Geh auf mich los, keine Angst, du kannst mir nicht wehtun. Abstand, Abstand! Pass auf deine Beinarbeit auf! Vor, Angriff, zurück, parieren, Finte! Vor, Angriff, zurück, parieren, Finte! Pass auf deine Beinarbeit auf! Wenige Stunden später. Langsam kriegst du den Bogen raus. Noch ein paar Stunden später. Nicht schlecht, du bist gut in Form. Nun öffne ich dir das wahre Geheimnis des Schwertkampfs. Schwertkampf ist ein wenig wie Liebe. Es sind nicht immer die Taten, sondern die Worte, die zählen. Jeder blöde Pirat kann ein scharfes Stück Metall durch die Luft schwingen. Aber die Profis, die erledigen ihren Gegner mit einer Beleidigung. Eine, die sie völlig aus der Fassung bringt. Siehst du, Bursche? Dein Verstand muss doppelt so scharf sein wie dein Schwert. Lass es uns mal ausprobieren, ja? Okay. Stell dir Folgendes vor. Wir kämpfen ungestüm gegeneinander, so wie Carla und ich damals in Port Royal. Es gibt eine kleine Pause im Kampf und dein Gegner sagt, du kämpfst wie ein dummer Bauer. Dann antwortest du mit, Sie müssen mich verwechseln. Ich bin kein Bauer. Ich sehe, wir müssen noch eine Menge lernen. Du solltest antworten mit etwas wie passend. Du kämpfst wie eine Kuh. Verstanden? Es ist messerscharfer Verstand, der den Kampf gewinnt. Probieren wir es nochmal. Stell dir Folgendes vor. Du stehst mit dem Rücken zur Wand. Mein Schwert hat dir zwei Schnitte im Gesicht verpasst. Ich sage, mein Schwert wird dich durchbohren wie einen Schaschlik. Du antwortest mit, wie passend, du kämpfst für eine Kuh. Nein, nein, nein! Das war die Antwort auf die letzte Beleidigung. Die macht dir doch überhaupt keinen Sinn. Eine richtige Antwort zu mein Schwert wird dich durchbohren wie ein Schaschlik wäre etwas gewesen wie dann fuchtle nicht damit rum wie mit einem Staubwedel. Verstehst du? Messerscharf. Nun schlage ich vor, dass du draußen ein paar Beleidigungen lernst. Ich werde das Gefühl nicht los, dass man mich reingelegt hat. Wahrscheinlich fühlen sie sich jetzt ähnlich.
Ja, und dann werden wir das jetzt mal tun. Jetzt sehen wir auch, es sind noch mehr Piraten geworden, die hier rumrennen. Dreckiger, blutrünstiger. Und das Beste ist, wir stellen uns hier in den Weg, weil ihr habt ja selber gemerkt, wie das vorhin gelaufen ist. Plötzlich hatte ich ständig Piraten am Arsch, weil jeder, der vorbeikommt, mich herausfordern will. Den Piraten aufzuhalten ist nicht ungefährlich. So. Schon mal bemerkt, wie ähnlich all diese Straßen sind. So. Jetzt habe ich doch noch angeklickt. Ah! Ja, jetzt wo du es sagst. Aber vielleicht sind wir nur übermüdet. So. Mein Name ist Guybrush Threepwood. Du bist des Todes. So, jetzt können wir mal gucken. Wir fangen mal an. Mein Schwert wird dich aufspießen wie einen Schaschlik. Dann mach nicht damit rum wie mit einem Staubwedel. Wie ihr seht, er kennt die Antwort. Jetzt kommt er mit einem neuen, hoffentlich. Willst du hören, wie ich drei Männer zugleich besiegte? Darauf habe ich natürlich auch noch keine Antwort. Das heißt, den verliere ich, den Kampf. Meine Narbe im Gesicht stammt aus einem harten Kampf. Ich schaudere. Ja, aber wie kriege ich denn jetzt die Antwort? Indem wir jetzt bei der nächsten Gelegenheit dem diese Dinger geben. Ach so. Und da müssen wir einen treffen, der halt die Antworten kennt. Der die Antwort kennt, okay. Was willst du, du Dreckschrubber? Mein Name ist Guybrush Threepwood, du bist des Todes. Mhm. Mhm. Willst du hören, wie ich drei Männer zugleich besiegte? Willst du mich mit deinem Geschwafel ermüden? Mit meinem Taschentuch werde ich dein Blut aufwischen. Wie passend, du kämpfst wie eine Kuh. Ich glaube, das war falsch. Könnte sein, ja. Du hast die Manieren eines Bettlers. April, April. Na? Ich stelle mich halt hier hin. Jetzt kommt einer. Einen Piraten aufzuhalten ist nicht ungefährlich. Mein Name ist Guybrush Threepwood, du bist des Todes. Genau, mit meinem Taschentuch werde ich dein Blut aufwischen. Das kennt er nicht, die Antwort. Meine Narbe im Gesicht stammt aus einem harten Kampf. Ah, mal wieder in der Nase gebohrt, wie? Du kämpfst wie ein dummer Bauer. Oh, die Antwort kennen wir. Ja. Wie passt denn, du kämpfst wie eine Kuh? Das kennen wir noch nicht, ne? Die Manieren eines Bettlers. Du hast die Manieren eines Bettlers. Ich wollte, dass du dich wie zu Hause fühlst. Ja, das wissen wir ja jetzt. Genau. Jetzt haben wir gewonnen. Yay! Kommen sie alle angerannt. Geh mich aus dem Weg oder ich schneide dir was. Schneide dich durch. Ach so. Ja, du bist des Todes. Ihr merkt schon, alle, die Zack geguckt haben, das ist auch wieder so ein Time-Sync. Auf der einen Seite ist natürlich die Idee super cool. Auf der anderen Seite musst du immer Glück haben, welchen Piraten du triffst, ob der das auch, der was Neues kennt. Mit meinem Taschentuch werde ich dein Blut aufwischen. Oh ja, also das kennen wir noch nicht.
Deine Fuchtelei hat nichts mit der Fechtkunst zu tun. Ich wollte, dass du dich wie zu Hause fühlst. Dein Schwert hat schon bessere Zeiten gesehen. Wie passend, du kämpfst für eine Kuh. Hinter dir ein dreiköpfiger Affe. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vergesst nicht zu liken, zu abonnieren, ja, und zu kommentieren. Bis dann. Ciao.